Herzlich willkommen bei S21 Bau TV und zunächst einen schönen Dank für die Unterstützung an Mike und Andy. Und Andy auch noch danke für den Hinweis mit dem Smartphone wegen der Videobeschreibung. Also klar, für alle, die die Videos auf dem Fernseher schauen, nebenbei auf dem Smartphone die Videobeschreibung öffnen für Zusatzinfos. Und jetzt geht's rein mit dem Zoom auf D4 Schwindgasse. Beim Südzulauftunnel hier die Seitenwand mit den ersten paar Metern bis zu dieser Holzkante, die wir erwähnt haben, ist also jetzt im Moment fertig betoniert. Und ich glaube, bei BA23, das könnte auch eine Pumpe sein, wird auch betoniert. Und ich schaue nochmal geschwind rüber aufs Webcam-Bild. Sieht also so aus, als geht die Pumpe gerade rüber. Aber ich aktualisiere trotzdem nochmal. Und zack, erledigt. Feierabend für die Pumpe. Und die da hinten, die läuft noch. Schalten wir um aufs Schalungsbild. Also hier, D4 ist jetzt an der Seite fertig. Und ungefähr bis hierher ist es ja auch schon mit Bewehrungsstahl bestückt. Und die Schalung ist bis hier. Also ich nehme an, da wird jetzt auch bald die nächste Betonage folgen. Und gestern habe ich auf Google Foto einige Bilder aus diesem Blickwinkel gepostet. Da kommen wir jetzt nicht mehr so oft ran. Manchmal ist die Absperrung offen. Und da sind also einige Schalungselemente hier über diesen Zugangstunneln angebracht worden. Zulauftunnel, Entschuldigung. Eieieiei. Schnell weiter. Auf den Blick von der Bahndirektion. K27 ist fleißig in der Armierungsphase. Wie angesprochen, hier unten sind über den Zulauftunneln die ersten Schalungselemente. R14 hat die Schalungsteile passgenau dran jetzt. Geländer ist dran. Und diese Steighilfen liegen drin. Da geht es also jetzt richtig los. Ja, mit K25, da bin ich echt unsicher. Klar, die Schalungselemente müssen irgendwo geparkt werden und oft setzt man sie dann gleich dorthin, wo sie dann später gebraucht werden. Ob es damit jetzt weitergeht oder an anderer Stelle, kann ich nicht sagen, aber wir werden uns überraschen lassen. Vor allen Dingen schauen wir uns gleich mal den Freund hier an. K26, Kelchfuß, der letzte wurde betoniert, wir haben berichtet. Bin jetzt nicht sicher, ob das schon eine Schalung, eine gelbe Plane ist auf diesen Hölzern, die mir verlegt werden. Es scheint so, weil es eben so grell reflektiert. Dann schauen wir uns das Ganze vom Bahnhofsturm an. Hier oben sind drei Kameras und die drei sind zusammengefasst auf diesem Bild. Also, dahin ist ja die Betonage D4, aber wir fangen jetzt mal hier an bei K26. Weil wir von dem gerade gesprochen haben. Und na, das sieht eher doch noch aus wie Holz. Und auf diese Holzlatten wird dann die Plane gelegt, so wie hier. Mit einer Plane wird es markanter. Hier haben wir die Seitenwand
Schalung, die Schalung der Innenwand freitragend, weil über dem S-Bahn-Bereich. Und was ich spannend finde, ist die Treppenhäuser von der S-Bahn, vom S-Bahn-Personentunnel hoch. Die liegen ja gut im Blick hier und bin gespannt, ob da demnächst was passiert. Aber bei K21, da wird fleißig Baustahl, hier liegt er, eingeflochten. Ja, die Seiten, das Seitenstück D6 haben wir beobachtet. Ansonsten wird jetzt gerade keine neue Schalung angelegt. Aber jetzt geht es zu K16. Was ist hier los? Hätte ich nicht gedacht, dass man jetzt an K16 arbeitet. Man sieht hier schon die ersten Innenstützen. Denn komplett die Schalung, das Gerüst für die Schalung kann man nicht anlegen, solange die Rampe hier ist. Die ist zwar schnell weg und die ist ja auf fertigem Grund, also auf fertigem Bahnsteig. Aber ich hätte gedacht, die kommt später weg und wird eher K15 vorher gemacht. Naja, wir werden es beobachten und wir werden das auch nochmal gleich mit der Webcam vom ITS aus anschauen. In der Zwischenzeit geht es hier weiter. In diesem Bereich fehlen außer den Kranaussparungen der Schwindgassen D9 und D2 nur noch D4. Und wie gesagt, heute wird dieser Bereich betoniert. Da ist es gerade noch zur Hälfte. Dann wäre es fertig bis hier. Könnte also auch bald folgen. Die Schalung ist bis hier angelegt. Da braucht es noch ein bisschen was. Also D4, hoppla, einen großen Schritt weiter. Da oben Markierung habe ich drin. Und wegen der Anfrage, wie weit es wirklich hier nach außen geht, kann ich auch nicht beurteilen. Aber ich nehme nicht an, dass man da eine Lücke lässt. Ob es jetzt schon geschalt ist oder noch mit dem Stück kommt, da werden wir sehen. Na. Dann schauen wir mal K16 an vom ITS. Aber vorher noch ein kurzer Blick auf diese Übersichtskarte. Mit Erwähnung für alle, die neu auf dem Kanal sind, in der Videobeschreibung das PDF laden. Und dann kann man hier klicken auf diese Vorschaubilder. Das geht jetzt in der Präsentation hier nicht so schön wie im PDF. Ihr könnt also direkt klicken. Ich muss hier zweimal und dann sieht es so aus. Und da sind dann diese Betonagen, hoppla, hinterlegt. Und wenn es bei Schwindgassen, da gibt es immer mehrere, dann habe ich die so untereinander angelegt. Das ist also der untere Teil der Betonage, D4 Außenstück und jetzt das obere. So, jetzt wieder zurück. Und das gilt für alle Vorschaubilder. Falls jemand einen Link entdeckt, der kaputt ist, bitte gleich melden. Kann ich es reparieren. So, jetzt ITS. Da haben wir den Blick auf K16. Nochmal kurz da hinten, K26, hier sieht man es deutlich, die Holzschutzeinrichtung, damit die Plane nicht von den Armierungsstäben aufgeschlitzt wird, wenn sie draufgelegt wird. Und das sind hier diese Gerüstteile, die immer in den inneren Bereich kommen, beim Kelchfuß, um dann Kelchblüte zu bauen und ich aktualisiere mal. Also das ist von letzter Woche Samstag. Ich schaue nochmal hoch. Na, ach, jetzt ist es ausgeblendet. Und jetzt aktualisieren wir mal. Das ist jetzt heute Morgen. Also bin gespannt, wie es hier weitergeht. Vielleicht legt man das an und die ersten Kelchblütenschalungen und die Rampe kommt dann weg. Erst wenn andere Sachen gebaut sind. Oder
Ja, man könnte die Rampe neu verlegen, nur ich habe von der Bahn mal eine Aussage bekommen, dass man das nicht mehr macht. Natürlich haben wir die Nord-Zulauftunnel, aber ob man da durchkommt, naja, wir werden sehen. Die Pumpen sind ja so lang, dass man von außen das gießen kann. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Besonders K15, da kommen wir dann hier gut ran, wenn der Sonnensteg komplett abgebaut ist. Hier sind noch die letzten Betonplatten drauf und wenn die weg sind, können diese Stahlträger auch abmontiert werden. So. Ja, und die beiden Fundamente, die sind auch schnell abgeknabbert. Das waren wie hier für den Personensteg, für die Stützen. Schauen wir uns nochmal das Ganze in BA21 an. Da gibt es ja auch interessante Entwicklungen. Das ist jetzt noch das alte Bild. Und wir sehen gleich, die Struktur der Oberfläche ändert sich. Das ist alles sehr glatt, als wäre es komplett fertig. Und das schätze ich auch, dass hier fertig ist. Und wir haben schon berichtet, hier Rolltreppen, Unterbau hat die Schalung bekommen. Rechts hat man es gerade noch gesehen, die runde Schalung für den Unterbau des Aufzugs. Und was interessant ist, sind diese Aussparungen. Und tatsächlich ist mir es nicht aufgefallen in den Plänen. Wir haben es dann auf Google Fotos gepostet. Steht in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein. Es gibt hier einen Notausgang. Das könnte natürlich auch sein und das hoffe ich, dass der auch dauerhaft begehbar ist. Dann käme man direkt auf den einen Bahnsteig von der Stadtbahn, ohne nochmal erst hoch zu müssen und wieder runter. Wobei das ja nicht so schwierig ist mit der Rolltreppe, aber trotzdem. In der Zeichnung sieht man in Rot den Aufbau für die Treppen und so weiter und in Blau die Notausgänge, die von den vier Bahnsteigen kommen und in Blau ist auch dieser Ausgang gezeichnet. Deswegen ist es auf jeden Fall erstmal als Notausgang gedacht. Aber ich hoffe, der bleibt in Betrieb. Also der läuft hier im geschwungenen Bogen so raus und würde dann hier durch diese verlängerte, wir haben hinten gesehen, die kleine Verlängerung von der geschwungenen Dachkante der Stadtbahnhaltestelle. Und hier ist die lange, die läuft dann bis hier rüber. Und durch diese Wand würde der Notausgang rausgehen und geht dann mit einer Rampe hier schräg hoch. Werden wir alles noch dokumentieren im Video. Danke auf jeden Fall für die Hinweise mit euren Posts auf Google Fotos. Jetzt noch ein Blick zur Neckarbrücke. Also, Hemme hat schon ungeduldig gewartet, dass dieser Kran diesen Kran abbaut. Also, man sieht es noch nicht. Es läuft aus dem Bild raus. Was man auf jeden Fall schon mal sieht, die Fläche wird hier immer freier. Es sind immer, hat er auch schön erwähnt, nur noch der eine Container. Und ja, dann braucht man auch den Kran nicht mehr, wenn alles fertig ist. Wäre also logisch, dass der den abbaut, aber im Moment kann man es nicht sehen. Einfach mal die Webcam weiterhin beobachten. Zum Schluss ein Blick zum Zwischenangriff Abstillbahnhof. Da wird der S-Bahn-Tunnel verfüllt. Man sieht hier fleißig wird Material angekarrt. Und hier sehen wir noch ein Detail, und zwar das Betriebsgebäude oder der Betriebsraum, der hier neben dem Fluchttreppenhaus ist, also hier Nottreppenhaus der S-Bahn.
S-Bahn für alle, die neu auf dem Kanal sind, hier unten. Und hier ist die Rettungszufahrt Fernbahntunnel, denn wenn die S-Bahn hier weiter, wie man sich das vorstellt, läuft, oben drüber geht der Fernbahntunnel. Also hier Treppenhaus, kommt raus, läuft hier rüber in den Rettungszufahrtstunnel. Also so kann man raus und man sieht hier die Abdichtung. Und hier, das glänzt hell, weil hier ist auch schon eine Betonschutzschicht auf der Abdichtung drauf. Also, da kann es dann fleißig mit der Verfüllung weitergehen. Und ich schätze, da hinten wird man das Volumen jetzt voll machen. Und bis dorthin ist dann auch hier Schutzschicht drauf. Und dann kann man hier den Rest verfüllen. Und hier ist der Zwischenangriff Abstühlbahnhof in der Grafik zu sehen. Die habe ich so gedreht, dass es etwa passt zu dem Bild. Und wenn man auf der Videobeschreibung das PDF geladen hat und hier draufklickt, dann sieht man die komplette Skizze wird direkt geladen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!